Wow, das ist echt starker Tobak. Um ehrlich zu sein, gehen wir davon aus, dass Deponia unbewohnt ist. Immerhin wurde die Oberfläche damals für unbewohnbar erklärt. Das ist ja schön. Jetzt, da die Sprengung unmittelbar bevorsteht, kamen Gerüchte auf. Auf Deponia soll es noch Menschen geben, hieß es da. Darum haben die Ältesten einen Inspektor ernannt, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen. Und jetzt rate mal, wer dieser Inspektor ist. Ich bin es, du Troglodyt. Verstehe. Ach so. Was ich hingegen nicht verstehe. Mal abgesehen von der Bedeutung des Wortes Troglodyt, war der Organon nichts von der deponianischen Bevölkerung erzählt. Ulysses Leute müssen doch wissen, dass wir hier leben. Immerhin terrorisiert uns der Organon seit Jahren. Sie erheben Zölle, sie blockieren Handelsrouten und sie klauen Babys im Nordquadranten. Aha. Was allerdings auch nur ein Gerücht sein könnte. Ulysses hatte seine Gründe, uns im Unklaren zu lassen. Aber nun kennst du die Wahrheit. Mhm. Ja, ich weiß alles. Okay, das heißt dann ja, dass Deponia nicht gesprengt wird, richtig? Nein, falsch. Ulysses hat mir alles erklärt. Und wir haben eine Vereinbarung getroffen. In meinem Bericht an die Ältesten wird stehen, dass der Planet nach wie vor unbewohnt ist. Deponia wird also trotzdem gesprengt. Hast du etwa Probleme damit? Ich meine, habe ich. Was interessiert es dich? Immerhin wirst du sicher auf Elysium sein, wenn es passiert. Du willst doch noch nach Elysium, oder? Ja schon, aber... Deponia sprengen? Das scheint mir etwas übertrieben zu sein. Mir auch. Ich meine, okay, es stinkt. Es ist keine Augenweide. Sicher kein Ort für jemanden wie mich. Aber ich kenne einige Leute, die hängen irgendwie an diesem Haufen Schrott. Das ist natürlich ungünstig. Liegt, dass sie, weiß nicht, darauf leben und so. Schön, das sind alles Idioten, die einen Helden nicht einmal dann erkennen würden, wenn er ihnen den Kohlgarten in Brand steckt. Aber sprengen... Ja, sprengen, abreißen, einäschern, vaporisieren, eliminieren, ausradieren, alles weg. Ratz, fatz. Puh. Dann... Ich meine, mir ist es egal. Ja. Aber Goal wird das nicht gefallen? Tja, da hast du nicht ganz unrecht. Goal hat sich als unberechenbarer Risikofaktor erwiesen. Aber dafür ist vorgesorgt. Was ist das? Das ist eine Bewusstseinsdatasette. Gut zu wissen. Genauer gesagt, ein Backup von Goals Bewusstseinsspeicher. Das wusste ich. Goals gesamter Charakter ist darauf gespeichert. Inklusive aller Erinnerungen. Ach so. Und zwar vor dem Punkt, an dem sie einen Blick auf Deponia und seine Bewohner warf. Ja. Sie wird nie erfahren, was hier auf Deponia vorgefallen ist. Aha. Darf ich auch mal? Finger weg! Das ist kein Spielzeug. Nicht? Aber es funkelt. Ich glaube, ich habe da irgendwas verpasst. Ja, Aber dass Deponia vom Organon gesprengt werden soll, das hast du doch mitbekommen, oder? Ja, ja, Boom und so. Und dass ich im Auftrag Elysiums Deponia inspizieren soll, um Gerüchten über Leben auf der Oberfläche nachzugehen. Ja, das habe ich auch. Und? Werde ich Ihnen die Wahrheit sagen? Nein, du wirst verschweigen, dass es Leben auf Deponia gibt, damit Deponia trotzdem gesprengt werden kann. Bravo! Dann hast du ja doch alles verstanden. Yes. Ja. Junge, ich bin so gut. Ich bin so... Ja. Oh. Das werde ich auf keinen Fall zulassen. Tja, dann haben wir auch keinen Deal. Schade. Es hätte dir sicher gefallen. Auf Elysium. Lass mich nur kurz dem Organon Bescheid sagen und... Nein, warte doch. Ich habe ja noch gar nicht ausgeredet. Das werde ich auf keinen Fall zulassen... Würde jetzt bestimmt jemand sagen, der an Deponia hängt. Ja, das ist ja freundlich. Nee, super. Ich hasse Deponia wie kaum einer sonst. Ja. Ja, wie sehr denn? Es stinkt. Na und? Das tut dein Deo auch. Mein was? Gut. Hier gibt es nur Müll. Anwesende eingeschlossen. Ach so, weil er ist momentan auch hier, möchte ich nur mal sagen. Ich habe etwas Besseres verdient. Das bezweifle ich stark. Aha. Hier leben nur Idioten. Und du bist der lebende Beweis dafür. Also. Sagen wir einfach, ich hasse diesen Ort. Ich weiß nicht. Er scheint zu dir zu passen. Bitte was? Weißt du eigentlich, wie das ist?
Jeden Morgen im Müll aufzuwachen? Zwischen Essensresten und Schmutzwäsche, die Spüle leckt, das Klo läuft über, der Kühlschrank ist leer und das Wasser riecht, als hätte es sich seit Monaten nicht gewaschen. Ja, das wird auch schwer. Rufus, mach den Abwasch. Geh arbeiten. Räum mal auf. Checkt mal was. Der ganze Planet besteht aus Müll. Ja. Wir laufen auf Müll. Wir essen Müll. Ihr wollt, dass ich den Arsch hochbekomme? Ihr könnt meinen Arsch von hinten bewundern. Ich gehe dahin, wo Potenzial kein Düngemittel ja. ist, das man auf Kohlbeeten verteilt. Was kann man in eurem Müll denn bestenfalls erreichen? Scheiß-Bürgermeister von Scheißhausen werden? Der Job, für den sich selbst der feine Herr Drückeberger zu schade war? Ja. Ohne mich. Hörst du, Paps? Ohne mich. Und weißt du noch was? Ich hoffe, du bist über einer Jauchegrube abgestürzt. Ich wink dir zu, ja. wenn ich dich auf dem Weg nach Elysium überhole. Guck mal. Wer ist denn jetzt der kleine Dreckspatz? Hm? Wer ist denn jetzt der Dreckspatz? Donnerwetter. Du scheinst Deponia tatsächlich zu hassen. Mhm. Der Organon hat wirklich vor, Deponia zu sprengen? Genau. Ja. Den ganzen stinkenden Müllhaufen. Kaboom! Stört dich das etwa? Nee, super. Ich hasse Deponia wie kaum einer sonst. Ach ja, wie sehr denn? Sagen wir einfach... Ja. Gut. Warum siehst du mir so ähnlich? Gute Frage. Du siehst mir ähnlich. Gar nicht. Du siehst mir viel ähnlicher als ich dir. Nur, ja. dass ich nicht so hässlich bin. Du bist sogar noch viel hässlicher. Hast du in letzter Zeit mal in den Spiegel geschaut? Das ist sogar meine Lieblingsbeschäftigung. Wie bei mir. Gut zu wissen. Hör auf, mir alles nachzuplappern. Nur wenn du aufhörst, mir alles nachzuplappern. Aber du plapperst mir doch alles nach. Ja. Nein, du mir. Nein, du mir. Ach ja? Ach ja? Ach ja, haha? Grumbel. Da. Ich gehe und hole Gold. Na endlich. Gut, dann würde ich aber auch sagen, ich beende mal die Aufnahme, weil sonst wird das noch zu lange gehen irgendwann. Und ja, bis zur nächsten Aufnahme, also... Wow. Wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Hier steht der Typ. Ah ja, bei diesem Screen, ja? ist natürlich die Spitze der Plattform oben auf der unteren Aufstiegsstation. Ja. Das ist natürlich ein sehr magisches Set mit einer sehr magischen Stimmung. Wieder aha. großartige Szene gesetzt von unserem Zeichner, dem Michael Benrath. Ja, ja, woran das mich das hat er wohl. Erinnert, das ist ja der erste Punkt, wo sich halt tatsächlich Rufus und Kietis auch gegenüberstehen. Ja. Und ja, ich erinnere mich, dass es halt gar nicht so einfach war, diese beiden unterschiedlichen Charaktere halt zur Zusammenarbeit zu bewegen nachher, als wir das dann quasi haben spielen. Du, Rufus, ja. sag doch mal, gut, wie du halt diese Zusammenarbeit mit dem Kietis, also in der Geschichte ist es ja so, dass ihr Rivalen seid, ja. und auch noch um dieselbe Frau quasi buhlt. Ja, wie hast du denn diese Zusammenarbeit mit ihm erlebt? Gute Frage. Ich will das mal mit einer Metapher ausdrücken, die du natürlich nicht verstehen wirst, aber die User werden das schon verstehen. Aha. Die Bibel in den 10 Geboten, da heißt es, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ich bin aber zum Glück nicht katholisch. Tja, da habe ich noch keine andere Wahl, als das einfach mal so stehen zu lassen. Es ist ja auch jetzt vollkommen egal, es ist halt irgendwie, auch als die Kamera dann nachher aus war, also du und Kietis halt irgendwie auch hinter der Kamera quasi eure kleinen Kleinquad weiter ausgetragen. Ah ja, das ist ja denn, gut zu wissen. Tatsächlich ist es ja so, Rufus, du kämpfst ja nicht nur, im Prinzip gerätst du ja häufig in Konflikte mit anderen Menschen, ja. das, was ja auch teilweise sehr heilsam ist, also ich will da ja gar nicht... es soll jetzt nicht nach einem Vorwurf klingen. Gott bewahre, nicht die Tüte. Sondern du kämpfst ja eigentlich auch mit der Umgebung selbst und mit den Gegenständlichkeiten im Raum. Das Ganze ist ja auch bekannt unter dem Namen die Tücke des Objekts. Genau. Was man ja am PC überhaupt nicht mitbekommt. Es gibt ja sowas wie Naturgesetze. Und Naturgesetze finde ich privat total scheiße. Ja, das stimmt wohl. Ich finde das scheiße. Und was mir hier einfällt, wir haben, an dem Tag war gerade das Glühbirnenverbot in Kraft getreten. Und ah, wir ja. mussten diesen ganzen wunderbaren Set mit
chardassianischen Energiesparlampen beleuchten. Wir haben also eine Strahlkraft von 0,004 Lux pro Lampe. Könnt ihr interessant. Was wir da verschrauben mussten, bis wir das so hell gekriegt haben. Das war irrsinnig. Also diese ganze Arbeit. Genau. Wenn ich noch auf meinem Akku was drauf gehabt hätte, hätten wir das gar nicht machen können. Das kannst du denen auch ruhig mal sagen. Das Blöde war ja, dass dann halt eben auch die Beleuchtung vom Fahrstuhl ausgefallen ist und dass wir halt, weil die Knöpfe nicht beleuchtet waren, dachten wir, der Fahrstuhl sei ausgefallen, weil die ganzen Lämpchen von den Knöpfen halt eben ebenfalls gewechselt werden mussten. Ja, wir mussten nachts dann immer drehen. Und die Treppen. Gott, wie lange geht denn diese ganze Nummer noch? Durchs dunkle Treppenhaus, die ganze untere Aufstiegsstation hoch und wieder runter und wieder hoch und ja. Ja, was haben wir noch gar nicht erzählt? Wir mussten das ja nachts machen, weil tagsüber ist ja die Energieversorgung zusammengebrochen. Weil alle nach Hause kamen und haben ihre Fernseher angemacht. Ja. Ja, aber, ich glaube, das wollen die gar nicht wissen. Genau. So viel dazu. Jetzt müssen wir hier vorbei. Ich meine, mich erinnern zu können, irgendwie musste man hier mit dem Schnorkel noch so ein Geschoss machen, damit man das Licht auskriegt oder so. Wenn ich mich da recht erinnere. Das letzte Mal, als ich mich mit diesem Spiel befasst habe, ist dann doch schon ein wenig länger her gewesen. Mal sehen, was können wir hier machen? Können wir die Tasche jetzt klauen? Finger weg! Verdammt! Mist. Können wir noch mal mit dir reden? Ich gehe und hole Goal. Offenbar nicht. Endlich. Hebel. Das bringt ja gar nichts. Dann gehen wir doch noch mal runter. Vielleicht müssen wir ja unten erst was machen. So, können wir jetzt hier einfach vorbeilaufen? Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden mich sehen. Was ist denn unsere Aufgabe offiziell? Also, wir müssen das Licht ausmachen und uns verkleiden, wie es aussieht. Und dann kommen wir da vorbei. Da holen wir sie, schleichen zurück. Fahren mit dem Fahrstuhl hoch oder sowas. Oh Gott. Vielleicht würde mir das meine Aufgabe hier versüßen. Ja, vielleicht. Wahrscheinlich aber eher verkleben. Ja. Die Flagge. Das ist nicht der Stoff, aus dem Helden gemacht sind. So viel steht fest. Ja. Wenn überhaupt, erinnert sie an Cletus Strampelanzug. Ja, das könnte uns hilfreich sein. Mit dem Mob würde die Flagge aussehen wie Cletus von hinten. Aber da fehlt noch etwas. Ein Hut? Nein. Außerdem ist die Frisur noch nicht fettig genug. Aha. Fettig. Übertreiben wir maßlos. Ja, hier Öl. Ja, so viel dazu. Mit dem Mob würde die Flagge aussehen wie Cletus von hinten, aber da fehlt noch etwas. Ein Hut? Nein. Was denn dann? Was sagt uns das Ding hier? Was war da als Bild zu sehen? Probieren wir mal alles aus. Wenn etwas auf die Flagge kommt, dann mein Logo. Ah ja. Fünf brennende Feuerwerkskörper und in der Mitte ein Zombie. Ja, tolles Logo. Wenn etwas auf die Flagge... Ja. Wenn ich anfange meinen Kram... Wenn etwas auf fünf brennt... Ich brauche kein Licht im Inventar. Nicht? Ich ordne alles nach einem unfehlbaren... Hey, wo ist mein Eimer? Ja. Wenn etwas auf die Flagge... Vielleicht würde mir das meine Aufgabe hier versagen. Wahrscheinlich, aber... Doof. Nein. Das wird dann doch nur glitschig und eklig. Wie wohl das Kopfkissen von diesem Cletus aussieht. Gute Frage. Ich brauche kein Licht. Hey. Nein. Wie wohl das... Upsi.
Stimmt. Ja. Sie könnten etwas öliger sein. Nom 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 nom. Nein. Das wie wohl das